Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich für euch mal ein Körbchen mitgebracht, einmal in klein und einmal in größer. Und ich muss sagen, es ist super einfach zu häkeln und es sieht einfach nur schön aus. Es ist wirklich schön mit diesen Wellen hier, also wirklich schön zu nutzen. Ja, ich habe es hier ja auch mal in größer. Habt ihr ja auf dem Foto gesehen, das ist für drei Äpfel ausreichend. Ja, das habe ich mit Nadelgröße 4,5 gehäkelt. Im Video zeige ich es euch mit Nadelgröße 5. Und genau, da ist das dann gleich wieder noch ein Stück größer. Ja, okay, ihr Lieben. Was gibt es zu sagen? Ihr könnt im Prinzip jede Wolle nehmen. Müsst dann halt den Boden angleichen. Das erkläre ich euch im Video, wie das geht, damit das dann auch die entsprechende Größe hat. Und das hier ergibt sich dann von allein beim Häkeln. Ja, okay, also diese Bögen. Ja, okay. Sonst gibt es weiter nichts zu sagen. Was ihr wissen müsst zur Wolle, Nadelgröße etc., findet ihr unter dem Video in der Beschreibung, in der Infobox. Da schreibe ich alles rein und ja, dann, wenn ihr mögt, könnt ihr mich gern auf Facebook besuchen oder auf Instagram. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, ich sende liebe Grüße an alle und wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln und sage, los geht's. Los geht's. So, okay, ihr Lieben, wir brauchen einen magischen Ring. Wir legen den Faden über den kleinen Finger, gehen hinten um die anderen Finger drumherum, einmal um den Zeigefinger und einmal um den Daumen. Dann geht ihr hier mit der Nadel hier in den Faden oder in die Schlaufe, holt euch den Faden. Zieht einmal durch die Schlaufe und haltet fest. Dann macht ihr hier eine Luftmasche, fixiert es damit und weitere zwei Luftmaschen. So, wir haben jetzt hier drei Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste Stäbchen. Wir brauchen insgesamt 12 Stäbchen in den Ring. Also, eins haben wir, ein Stäbchen, wir häkeln das zweite Stäbchen. Und das dritte Stäbchen. Das vierte. Das fünfte. Das elfte. Und das zwölfte Stäbchen. So. Jetzt nehmt ihr hier euren Endfaden und zieht fest. So. Dann schließen wir den Ring. Und zwar hier vorne in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. In der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens Faden holen und Kettmasche häkeln. So. Und da haben wir die erste Runde geschafft. Okay, kommen wir zur zweiten Runde. Ihr macht wieder drei Luftmaschen für Ersatz für das erste Stäbchen. Umschlag und ihr geht nochmal in dieselbe Masche, wo wir eben die Kettmasche gehäkelt haben. Nochmal in dieselbe Masche heißt in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens und häkeln da ein zweites Stäbchen rein. So, wir haben zwei Stäbchen in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. Dann Umschlag, dann haben wir hier das nächste Stäbchen. Da stecht ihr auch wieder oberhalb ein. Faden holen
und ein Stäbchen häkeln. Dann wieder Umschlag und ihr geht nochmal in dieselbe Masche und häkelt ein zweites Stäbchen. Das heißt, die zweite Runde verdoppeln wir jedes Stäbchen. Ja? Also Umschlag, jetzt geht ihr ins nächste Stäbchen hier oben rein und wieder zwei Stäbchen in dieses Stäbchen der Vorrunde häkeln. Also wir verdoppeln jedes Stäbchen der Vorrunde. Dann wieder Umschlag, hier ist das nächste Stäbchen, da stecht ihr ein und häkelt da auch wieder zwei Stäbchen. Dann wieder Umschlag, wir gehen ins nächste Stäbchen, nächste freie Stäbchen, auch da zwei Stäbchen reinhäkeln. Ups. Dann wieder Umschlag und so weiter. Das machen wir die ganze Runde. Jedes Stäbchen der vorhergehenden Runde wird hier verdoppelt. Wenn ihr die Runde rum habt, müsstet ihr insgesamt 24 Stäbchen in der zweiten Runde haben. 24 Stäbchen in der zweiten Runde. So, und das 24. Stäbchen. So, wir haben jetzt hier, müsst ihr 24 Stäbchen haben, ja? Ihr beendet die zweite Runde auch wieder in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. So, zweite Runde geschafft, dritte Runde. Wir beginnen die dritte Runde mit drei Luftmaschen. Das ist wieder Ersatz für das erste Stäbchen, Umschlag. So, jetzt haben wir hier ein Ersatzstäbchen. Ihr geht jetzt ins nächste Stäbchen mit Umschlag, stecht oben ein, Faden holen, nicht hängen bleiben wie ich. So, nochmal. So, Umschlag über das zweite Stäbchen der Vorrunde, Faden holen und Stäbchen häkeln. Dann wieder Umschlag und wir gehen nochmal in das zweite Stäbchen und häkeln ein weiteres Stäbchen. Wir haben jetzt ein Ersatzstäbchen im ersten Stäbchen hier, im Ersatzstäbchen der Vorrunde, haben wir wieder die drei Luftmaschen gehäkelt, ja, als Ersatz für das erste Stäbchen. Dann sind wir ins zweite Stäbchen, über das zweite Stäbchen gegangen und haben da zwei Stäbchen reingehäkelt. Dann wieder Umschlag. Wir gehen über das nächste freie Stäbchen, häkeln ein neues Stäbchen. Dann wieder Umschlag. Dann gehen wir wieder ins nächste freie Stäbchen und häkeln zwei Stäbchen über dieses Stäbchen. Das heißt, wir verdoppeln jedes zweite Stäbchen. Ja, jedes zweite Stäbchen wird verdoppelt. So, hier haben wir zwei Stäbchen drin, also haben wir verdoppelt. Das nächste kommt ein einzelnes Stäbchen. Und ins nächste wieder zwei Stäbchen. Jedes zweite Stäbchen verdoppelt. Das heißt, immer im Wechsel ein einzelnes Stäbchen. Und in die nächste Masche zwei Stäbchen. Dann wieder ein Stäbchen in die nächste freie Masche. Beziehungsweise über das nächste Stäbchen, gell? Und ins nächste wieder zwei Stäbchen. Also jedes zweite Stäbchen wird verdoppelt. Machen wir die ganze Runde. Wenn ihr die Runde rum habt, dann solltet ihr 36 Stäbchen haben. 36 Stäbchen, wenn die Runde rum ist. Und dann bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, bis gleich. So, wie gesagt, ihr müsst jetzt hier 36 Stäbchen haben.
Wir beenden die Runde auch hier wieder in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Da haben wir die Runde 3 geschafft, kommen wir zur Runde 4. Auch die beginnt mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Jetzt gehen wir über das zweite Stäbchen, häkeln ein Stäbchen, Umschlag, und wir gehen über das dritte Stäbchen und dieses wird verdoppelt. Also jedes dritte Stäbchen wird jetzt verdoppelt. Also ihr häkelt 2 einzelne Stäbchen, einmal die nächste Masche, das zweite einzelne Stäbchen und in die dritte kommen 2 Stäbchen. Jedes dritte Stäbchen wird verdoppelt. Und wenn ihr die Runde rum habt, solltet ihr zum Schluss 48 Stäbchen haben. Also jedes dritte Stäbchen verdoppeln. Zum Schluss solltet ihr 48 Stäbchen haben. So, und da haben wir auch die vierte Runde geschafft. Auch hier wieder in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche die Runde beenden. Kommen wir zur fünften Runde und auch die beginnt mit 3 Luftmaschen Umschlag. Jetzt häkeln wir in jedes vierte Stäbchen eine Verdoppelung, das heißt 1, wir gehen über das nächste Stäbchen, ein einzelnes Stäbchen, 2, dann über das nächste, 3, und 4. Und da häkeln wir jetzt noch ein zweites Stäbchen rein. Also jedes vierte Stäbchen wird verdoppelt. Wir häkeln also 3 einzelne Stäbchen. 1, 2, 3 einzelne Stäbchen. Ja, hier 3 einzelne Stäbchen, also sprich über jedes Stäbchen ein einzelnes Stäbchen und im vierten werden dann 2 Stäbchen gehäkelt, also jede vierte wird verdoppelt, ja? So, dann wieder 3 einzelne Stäbchen, also über jedes kommende Stäbchen kommt ein Stäbchen, ein einzelnes, 2 und 3, ja? Und jetzt hier übers vierte kommen wieder 2 Stäbchen. Das machen wir auch wieder die ganze Runde. Und wenn ihr die Runde fertig habt, solltet ihr 60 Stäbchen haben. Okay. So, dann haben wir auch diese Runde geschafft. Auch hier wieder dritte Luftmasche des Ersatzstäbchen und Kettmasche. So, da haben wir den Boden erstmal fertig. Wer es größer will, häkelt dann genauso weiter. Das heißt, wenn er es größer möchte oder ihr größer möchtet, dann wird jetzt nicht jede vierte in der nächsten Runde, sondern jede fünfte verdoppelt. Und dann weiter jede sechste verdoppelt. Dann weiter jede siebte verdoppelt. Und so weiter, ja? Bis ihr eure Größe erreicht habt, die ihr möchtet. So, und jetzt gucken wir hier nochmal, was haben wir hier für einen Boden vom Durchmesser. Da haben wir hier 16 cm. Okay, gut. Kommen wir jetzt zu den Körbchen, wie nennt man das eigentlich? Körbchenwände? Keine Ahnung. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht es in die Höhe und ja, sag mal, los geht's, gell? So, auch hier beginnen wir mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Jetzt häkeln wir insgesamt 9 Stäbchen. 1 haben wir schon, also bei dieser Größe, gell? So, 1,
Dann übers nächste kommt das zweite Stäbchen, über das nächste Stäbchen das dritte Stäbchen, übers nächste das vierte, dann das fünfte, sechste, siebte, achte und neunte Stäbchen. So, und wenn ihr jetzt schaut, seht ihr, hier haben wir die Verdoppelung, die letzte, ja? Wir haben hier eine, da haben wir drüber gehäkelt. Und hier die zweite Verdoppelung im Prinzip. Das sage ich euch jetzt nur so genau, wenn ihr es größer häkelt, ja? Müsst ihr auch über die erste Verdoppelung drüber gehen. Und bei der zweiten dann hier, ja, kommt in die zweite Masche, hier, ja, Verdoppelung. Hier haben wir noch ein Stäbchen drüber gehäkelt. Und hier kommt jetzt eine feste Masche rein, ja. So, okay, also ihr überhäkelt die erste Verdoppelung, wenn ihr eure Größe erreicht habt, ja. Die erste Verdoppelung, immer Stäbchen, 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 bis zur zweiten Verdoppelung hier. Und da kommt dann in dieses zweite Stäbchen der Verdoppelung eine feste Masche. In dieser Runde. Ja? In der nächsten ändert sich schon wieder. Diese Runde feste Masche. Und dann wieder häkelt ihr wieder 9, in diesem Fall 9 Stäbchen. Bis zur übernächsten Verdoppelung im Prinzip, ja? Also 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir hier schon bei der ersten Verdoppelung wieder, gell? 5, 6, 7, 8 und 9. So, jetzt sind wir wieder bei der zweiten, also bei der übernächsten Verdoppelung. Hier, ja. Und da kommt wieder in das zweite Stäbchen der Verdoppelung eine feste Masche. So, und dann macht ihr wieder 9 bzw. mehr, ja, Stäbchen, bis ihr wieder bei der nächsten Verdoppelung seid. Hier ist die erste Verdoppelung, die überhäkelt ihr mit Stäbchen. Bis hier ist die zweite Verdoppelung, da häkelt ihr in das erste Stäbchen der Verdoppelung noch ein Stäbchen und in das zweite kommt die feste Masche. Dann wieder 9 Stäbchen, feste Masche, 9 Stäbchen, feste Masche, bis ihr rum seid. Okay? Alles klar. Dann bis gleich. So, dann sind wir mit der Runde rum. Hier haben wir noch ein Masche frei. Da kommt unsere feste Masche rein. Und wir beenden auch hier in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit Kettmasche. So, dann haben wir die erste Runde geschafft von den Körbchenwänden. Sorry, Leute. Ja, okay. Wir fangen hier wieder an mit 3 Luftmaschen für die nächste Runde. Wir häkeln wieder über jedes Stäbchen wieder ein neues Stäbchen. Das macht hier in der Summe auch wieder 9 Stäbchen erstmal. 9 Stäbchen wieder häkeln insgesamt, bis ihr bei der festen Masche angekommen seid. Sieben, acht und 9. So, über die feste Masche hier, über die feste Masche häkelt ihr jetzt eine Kettmasche. Ja, eine Kettmasche. Und wieder 9 Stäbchen in Folge. 1, 2, 3, 4,
8 und 9. So, und hier haben wir wieder die feste Masche. Da stecht ihr ohne Umschlag wieder ein und häkelt eine Kettmasche. Und dann wieder 9 Stäbchen. Und dann wieder über die feste Masche, dann wieder eine Kettmasche. Ganz rundherum. Und dann bin ich wieder da. So, dann haben wir die Runde auch schon wieder geschafft. Zum Schluss hier natürlich noch eine Kettmasche. Und wir enden wieder in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Und die nächste Runde geschafft. Und wir fangen wieder mit 3 Luftmaschen an für die nächste Runde. Wir häkeln wieder 9, in meinem Fall 9 Stäbchen. Bis zur Kettmasche kommen wir da. Ups. Ja. Also 9 Stäbchen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 und 9. Wieder 9 Stäbchen. Wir sind hier bei der Kettmasche. Da geht ihr jetzt rein ohne Umschlag und häkelt jetzt eine feste Masche. Und dann wieder 9. Hier hängt das erste Stäbchen, ja, nicht übersehen. Wieder 9 Stäbchen. Und dann wieder feste Masche über die Kettmasche. 9 Stäbchen und eine feste Masche in dieser Runde. So, dann haben wir die Runde geschafft. Zum Schluss nochmal eine feste Masche. Und in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens wieder beenden mit einer Kettmasche. So, okay, ihr Lieben. Jetzt kommen 3 Runden, die sich nicht ändern. Also, wir fangen hier natürlich wieder an mit 3 Luftmaschen. In jeder Runde mit 3 Luftmaschen beginnen. Insgesamt dann die 9 Stäbchen mit dem Ersatzstäbchen, ja, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 und 9. So, dann sind wir wieder hier bei unserer festen Masche. Da machen wir wieder eine Kettmasche. Und das machen wir die nächsten 3 Runden. Immer unsere 9 Stäbchen, dann eine Kettmasche. 9 Stäbchen, dann wieder eine Kettmasche. Und das machen wir 3 Runden lang. Ja? 3 Runden, 9 Stäbchen, eine Kettmasche. Und hier dann die Kettmasche. Und dann wieder 9 Stäbchen. 3 Runden lang, ja? 3 Runden
9 Stäbchen, eine Kettmasche. So, die drei Runden gehäkelt und auch hier wieder zum Abschluss, ne? Eine Kettmasche. So, da sind wir fertig. Zieht ihr das ein Stückchen raus. Schneidet ab. So, ihr habt ja die Schlaufe, wo ihr es rausgezogen habt. Und hier den Endfaden. Dann macht ihr einfach so und zieht fest. So, und dann haben wir das Körbchen soweit fertig. So, jetzt legt ihr euch das Körbchen. Natürlich die Fäden vernehmen, ja? So wie ihr das wollt. So. So, die Fäden noch vernehmen. Und dann nehmt ihr das, die Sprühstärke und sprüht euch als erstes hier unten den Boden ein. Dann stabilisiert ihr das hier so ein bisschen. Und dann fixiert ihr das mit Sprühstärke, sodass das dann schön stabil ist, so wie wir das hier bei diesem auch gemacht haben. Ja? Wie gesagt, hier ist es schon stabil. Da könnt ihr ruhig hier so machen, wunderbar. Und das hier müsst ihr euch, wie gesagt, noch mit Stärke fixieren. Ja, und da haben wir es geschafft. Ich finde, die sind richtig, richtig toll. Und hoffe, ihr hattet auch so viel Freude wie ich beim Häkeln. Und wünsche euch viel Spaß mit euren Körbchen. Bleibt gesund. Und ich sage bis bald. Und ja, bis bald. Macht's gut. Tschüss.